this is Caitlin Ansari, and you're watching CES on Android Next. Armin von Android Next und noch eine Neuheit, die wir hier bei Nvidia entdeckt haben, nämlich das Acer Iconia Tab A510, das ebenfalls bereits mit Ice Cream Sandwich und mit Tegra 3 Quad-Core CPU läuft. Wir haben jetzt hier mal Frank Wirthers Freund, der war ja sehr begeistert, als die Meldung neulich kam, Zombie Driver angemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir schauen aber einfach mal kurz rein. Er lädt da jetzt offensichtlich gerade. Und ja, ansonsten können wir mal drum rumgucken. Recht schönes Gerät. Sieht also aus, wie die Iconia Serie aussieht. Also Plastikgehäuse. So halb flach, also ist nicht übermäßig dick, ist aber auch nicht übermäßig dünn und Verarbeitung ist so okay, sage ich mal. Wird ja vermutlich auch wieder eher so im günstigeren Preissegment sein und der lädt jetzt hier stundenlang. Ah ja, jetzt sind wir drin, also Zombie Driver, ich kann jetzt hier dann so mit dem Taxi rumfahren. Ich glaube, Ziel des Spiels, irgendwie ist die Steuerung hier invertiert. Ziel des Spiels ist es hier irgendwie so Zombies über den Haufen zu fahren. Ich kann das überhaupt nicht. Mit einer Hand lässt sich das natürlich aber auch etwas schwierig steuern. Ich weiß wirklich nicht. Ah, jetzt so und jetzt hier. Jetzt habe ich irgendwas. Ah, jetzt bin ich kaputt. Gut, das soll der Frank sich drum kümmern, wenn das Spiel dann da ist und wir das haben, macht er einen Game-Test. Das auf jeden Fall das Acer Iconia Tab A510. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal in die Settings. So, hier ist übrigens ein Punkt Acer Print drauf. Offensichtlich ist da ein Print-Server integriert. Ja, da kann man über Wi-Fi dann wahrscheinlich Printer ansteuern. Coole Sache. About Tablet, also A510, Android 4.0.1 ist da drauf. Also auch Acer kommt mit einem 10,1 Zoller mit Tegra 3 und Ice Cream Sandwich. Wann, wissen wir jetzt noch nicht. Preis wissen wir auch noch nicht. Sind wir gespannt. Spätestens auf dem MWC werden diese Geräte dann, denke ich, alle mal final mit Preis- und Zeitangaben werden. Armin von Android Next vom Nvidia-Stand auf der CES.